Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozzy hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Heute haben wir zwei Sachen zu klären, und zwar reden wir zum einen über den Vegito-Bug und zum anderen kommt endlich, so wie es aussieht, der dreifache Broly ins globale Dokkan Battle. Also würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und fangen sofort an. Aus den Ingame-News könnten wir entnehmen, dass der Bug zu Vegito nun gefixt wurde. Dies wiederum heißt nicht, dass jetzt die Karte offline ist, sondern sie ist ab jetzt immer da. Ihr könnt sie permanent farmen auf Stage 1 des Super Vegito Events. Ja, Bandai hat es so rüberbringen wollen, als wäre das geplant, und also es war quasi in den News steht, es war gewollt, dass der Vegito rauskommt, nur kam er verbuggt raus. Ja, wer es glaubt, wird selig. Anyways, sie haben es quasi kurz gefixt, kurzer Zeit, und sie haben auch hingeschrieben, das war quasi gewollt, damit die Spieler eine farmbare Essay haben für den Vegito, damit sie es für sie leichter ist quasi und keine Elderkai rausbomben. Dafür gab es aber ein Dranksons von uns, von Bandai für uns, für das Fixen dieses Problems. Also ja, da haben sie es mal schön rausgeredet, das war 100 Pro nicht gewollt, das war ein Bug und sie mussten ihn dann gezwungen, zwanghaft frühzeitig raushauen. Dies wiederum heißt, wir haben die Karte, so sieht die Karte aus. Das meine ich damit, dass er gefixt wurde. Nun haben wir die Karte an sich mit Leader Skill, Passive, mit seinem Artwork und so weiter und so fort. Sie ist in-game, wie gesagt, könnt ihr sie holen. Aber was ist das Wichtige hierbei? Da sie nun ihn zwanghaft releasen mussten, ist natürlich auch die Majin Buu Saga im Spiel erhältlich. Denn er ist ein Leader für die Majin Buu Saga. Natürlich nicht der richtige Leader ist physisch Super Vegito. Aber das ist halt der Grund, warum jetzt die Majin Buu Saga Kategorie im Spiel ist. Karte an sich könnt ihr euch mal gerne angucken, was sie so drauf hat. Ist quasi einfach nur da, um die Essay von jedem anderen Vegito zu farmen. Macht das auch, Leute. Holt eure Vegitos und farmt die Essays mit ihm hier. Gibt 50% auf jeden Base vom Vegito auf SSR oder UR, aber nicht Transcendent Ultra Rare. Anyways, wir sehen hier die Majin Buu Saga. Das sind schon mal so die Karten, die in der Saga sind. Natürlich ist das nicht die richtige Leader. Was heißt das für uns? Natürlich sind die Spekulationen jetzt hoch, dass eventuell vielleicht Super Vegito vorgezogen wird, dass er zuerst rauskommt. Ich denke aber eher nicht. Ich denke eher nicht, warum, denn das war wie gesagt keine Absicht eigentlich, obwohl sie so verkaufen wollen. Das war ein Bug und zwanghaft mussten sie den fixen, da musste ich ein bisschen rausreden und zwanghaft musste eben die Majin Buu Saga ins Game. Das ist jetzt kein Muss dafür, dass ein Leader da sein muss, also dass der Super Vegito rauskommen muss, nein. Denn die Saga ist drinnen. Ich meine, World Tournament haben auch ihre Sagen. Peppy Gods auch ihre Kategorie, meine ich. Und die haben auch noch keinen richtigen Leader, sage ich mal. Ne? Deswegen nimmt das nicht so streng. Denn, warum denke ich auch noch, dass er nicht jetzt als Nächster kommen wird? Weil wir eben noch Informationen haben zu Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 Broly. Denn seine Stage wurde in-game nun endlich übersetzt. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass der Charakter als nächstes kommt, wenn deren Stage, dessen Stages ja, übersetzt werden. Das war letztens bei Gogeta und Janemba so. Da waren sie in der Mission gelistet, dann wurden sie übersetzt. Und dann war es ein Indiz dafür, hey, okay, er kommt als nächstes. Das ist quasi immer so die Routine, sage ich mal. Immer wenn ein Stage in-game übersetzt wird, immer wenn alles vorbereitet wird für einen Charakter, dass er droppen kann, dann droppt er auch als nächstes. Zumal wir auch Broly selbst übersetzt haben. Wir haben Broly selbst übersetzt, schaut an die DBZ Space natürlich. Das ist jetzt nicht die Übersetzung von Google oder so, sondern die Ingame, was im Spiel in den Daten übersetzt wurde. Und da ist eben Broly dabei. Ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Broly ist zum Beispiel hier. Er war lange Zeit nicht übersetzt, war trotzdem in den Daten. So wie zum Beispiel Mighty Mask. Er ist auch in den Daten, aber er ist nicht übersetzt. Das meine ich damit. Broly ist übersetzt, hat zwar kein Release-Datum, aber seine Stage wurde übersetzt. Er selbst wurde übersetzt und das ist eben Indiz dafür, dass als nächstes kommt zur nächsten Celebration. Broly selbst kommt natürlich er selbst als Leader. Der ist dann Extreme Tech Leader, gibt Extreme Techs auf je nach Geburt 120%, Key plus 3, Super Techs Key plus 1 auf je nach Geburt 50%, macht immense Damage, greatly lowers Death. Seine Pass ist echt interessant, er bekommt 100% so auf seinen Angriff plus 12 weitere Prozent pro Key, den er einsammelt, aber er büßt dafür 10%. Also minus 10 auf die Verteidigung ein. Super Saiyan, Saiyan Lineage, Berserker, Prepared for Battle, Fierce Battle, Limit Breaking Form, Nightmare. Die Sache in Broly ist so, sie müssen ihn schon schmackhaft machen. Sie müssen seinen Banner-Inhalt schmackhaft machen, denn sonst wird niemand für ihn pullen. Wir haben schon Kategorien draußen
Und dieser Broly ist wirklich vom Wert, der hatte so. Also er ist ein sehr guter Unit. Er ist wirklich ein 1A-Charakter. Er wird auch Damage machen. So ist nicht, wenn er rauskommt. Aber als letzter Neogard-Leader, wenn da zwei, drei Kategorie-Leader, vor allem Ui Goku vorgezogen wurde, dann denke ich, ist das Interesse nicht so groß an ihm. Zumal aber auch seine Free-to-Play-Variante ein Awakening bekommt, das ist der physische Broly. Er ist auch gar nicht mal so schlecht für einen Free-to-Play-Charakter. Er hat dann Ki plus 3 durch die Passive, 70% auf seinen Angriff. Supreme Damage macht er. Und er hat sogar 4 Spells, also er ist gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Aber ein Release-Datum ist nicht dabei. Wann könnte er aber droppen? Es wurden nämlich auch die nächsten Missionen gelistet. So könnt ihr das sehen, boom. Die nächsten Missionen wurden gelistet auf DBZ Space und mit Zeitraum. Was sind die nächsten Missionen? Das ist quasi die Mission für die nächste Celebration. Wir haben gerade Happy New Year Part 2. Wenn das zu Ende geht, sollte eine neue Celebration kommen, eine neue Kampagne. Das ist immer Routinearbeit. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, geht es am 31. Januar los, also Ende von Part 2 quasi mehr oder weniger, und geht bis zum 14. Februar. Bei uns könnte das der 1. Februar sein, bis 15. Februar, kommt auf die Uhrzeit an. Okay, Missionen. Ohne Limit heißt während der ganzen Periode, wenn ihr, Moment, ich muss das so machen, boom. Wenn ihr drei Charaktere Dokkan erweckt, wie gesagt, ohne Limit, ihr müsst das, was ich jetzt euch vorlese hier, Time Limited, einfach während der Periode machen, wenn das Ganze kommt. Wenn ihr drei Charaktere durch hinweg bekommt, ihr einen Stone, zwei Charaktere, einen weiteren Stone, ein Charakter, ein Stone, Turtle School, wenn ihr das 8-mal macht, 3 Stones, 5-mal 2 Stones, 3-mal 1 Stone, einmal cleared, bekommt ihr 1 Stone, ja, 3-mal, okay, nice. Und wenn ihr täglich, jetzt kommt die Daily Stuff, die ihr täglich machen könnt, wenn ihr täglich einmal Hidden Possession Event einmal cleared, bekommen wir, am Anfang hieß es 20 physisch Orb, da war die Spekulation noch groß, dass ein Indiz dafür ist, dass Super Vegito kommt, weil er vom Physisch-Typ ist, aber das wurde dann gefixt. Das sind S-Orbs von jedem Typen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Das ist täglich, ist wirklich gut. Wenn ein Charakter Zero Back bekommt ihr ein Stone täglich, Training in der Cloud zu das dreimal macht, täglich zwei Kogel-Medaillen, einmal eine Silber-Herkules-Statue. Wenn man täglich, also das ist interessant, 100 Stamina täglich verballert. Jetzt wurde die Stamina halbiert, also muss man quasi 4 Dokken-Events machen, ist machbar. Bekommt man ein Stone. 50 Stamina täglich bekommen wir 3 Grandpa Gohan Medaillen. Und wenn wir 20 Stamina verballern, bekommen wir ein Z-Sword. Also von jedem Typus wahrscheinlich. Und dann wird das gesamte Login-Boni so sein, das Login-Event, was wir da über eine Periode bekommen. Einmalig werden wir 10 Stones bekommen und täglich 2 Stones. Also, wenn ich ehrlich bin, ist das schon für so einen kurzen Zeitraum schon viel, was wir bekommen. Zumal wir an sich auf einen Schlag quasi viele Gemstones holen können. Und auch daily bekommen wir 2 Stones. Also, mir hat es den Anschein, als würde da wegen der Missionen, dass da wirklich sehr viel geht, vor allem daily, wir können daily so viel holen und so viel Gutes, sage ich mal, dass vielleicht etwas Größeres kommen könnte, vorsichtig ausgedrückt, denn nur für ein Release von Broly ist das ein bisschen zu viel für mich. Ich will nicht sagen, dass da mit einem Dual-Dokkan-Festival noch rauskommt, nein, was man eher sagen will, hoffe ich, dass gewisse Gameplay rauskommt, irgendwas Geiles. Extreme Z-Battle, Super Battle Road, darauf warten immer noch, ja, viertes Stage von Freezer fehlt immer noch, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben gerade ja die Ella Andrews-Kampagne online. Anyways, Leute, das wär's zu den ganzen News quasi. Bin gespannt, was da auf jeden Fall geht. Wie gesagt, zum Bug wurde gefixt, er ist jetzt permanent erhältlich, dieser Vegito, den wir hier haben. Und als nächstes kommt Broly, so wie es aussieht. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr die News? Würde mich gerne interessieren, was ihr davon hattet, quasi, wie gesagt. Bevor wir uns hier 2- und 3-mal wiederholen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, peace.